es wird sich eine Art von neuer Ordnung etablieren. Die Frage ist nur, wird das eine Ordnung sein, die uns dient? Oder wird das eine Ordnung sein, die nur für kleine elitäre Kreise gedacht ist, die dann sozusagen über die Mehrheit der Menschen weiter herrschen, Kontrolle ausüben? Also im Grunde, ich nenne es mal eine technokratische, transhumanistische Masse-Elite-Gesellschaft. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mit Sicherheit erzähle ich dir nichts Neues, wenn ich sage, dass wir nach wie vor in turbulenten Zeiten leben, in der ja die eine Krise die andere zu jagen scheint, seien es politische Krisen in der Außenpolitik, aber auch in der Innenpolitik, wirtschaftliche Krisen, aber auch soziale, zwischenmenschliche Krisen, die nun an die Oberfläche kommen. Und heute wollen wir mal ein bisschen dem Ganzen auf den Grund gehen. Also heute ist unser Thema die Pandemie der Normopathie. Und dafür habe ich den lieben Raik Garve als Interviewgast, was mich sehr, sehr freut. Raik Garve ist Arzt, Gesundheitslehrer und Privatforscher. Und ja, heute wollen wir zunächst erstmal das Thema behandeln, an welchem Punkt unsere Gesellschaft aktuell gerade steht. Und gleich als Einführung möchte ich nochmal darauf hinweisen, es gibt zu dem Thema, was wir heute besprechen, auch noch weiterführende Informationen, die wir unter diesem Video in der Beschreibung verlinken. Also falls ihr da interessiert seid, dann schaut euch unbedingt auch nochmal die Links an. Und jetzt begrüße ich dich erstmal, lieber Raik. Ich würde sagen, wir steigen direkt mit dem ersten Thema ein. Was ist der Punkt, an dem unsere Gesellschaft aktuell steht? Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung, lieber Lukas. Und du hast es im Grunde sehr treffend gesagt. Wir sind in einer Krisenzeit, kann man nicht anders sagen. Und Krise, das heißt ja einerseits Chance und Möglichkeit, aber auch andererseits Entscheidung. Das heißt, wir sind immer stärker gefordert, Stellung zu beziehen für uns selbst, wo es hingehen soll. Und die Umstände, die treiben uns da regelrecht hin. Man könnte sagen, wir werden dahin geprügelt an diesem Punkt. Klar, für uns eine Stellung zu beziehen, was wollen wir in Zukunft sein? Mal ganz vereinfacht, wollen wir weiter uns die Verantwortung abnehmen lassen, uns vielleicht in so einer Art illusorischen Scheinwelt befinden, oder wollen wir wirklich der Wahrheit ins Auge schauen und auch dadurch bedingt wieder mehr zu uns selbst kommen und das, was wir unter uns tragen, auch zum Ausdruck zu bringen? Denn wir sind ja heute, wir haben ja uns überlegt, wie wir den Titel nennen wollen, die Pandemie der Normopathie war so meine Idee, weil wir haben ja jetzt eine Pandemie hinter uns, aber ich finde, wir haben eigentlich eine viel größere Pandemie und die hat nichts mit irgendwelchen Viren zu tun, allerhöchstens mit Gedankenviren, sondern wir haben wirklich das Problem, dass wir in einer, ich versuche es mal in einen Schlüsselsatz zusammenzufassen, was diesen Zustand, in dem wir uns heute aktuell befinden, gerade in der westlichen Welt sehr gut umschreibt. Nämlich wir befinden uns in einer entwicklungs- und bindungstraumatisierten Kindergesellschaft, die befallen ist von einem Gedankenvirus des Materialismus. Das heißt, wir sind eine traumatisierte Gesellschaft und die Traumatisierungen haben dazu geführt, dass wir uns, und das ist Normopathie, uns von uns selbst und von der uns umgebenden Natur entfremdet haben. Wir sind quasi innerlich gespalten, entwurzelt, orientierungslos, bindungslos, könnte man sagen. Und deswegen ist das, was wir gerade auch im Außen sehen, eine Art von Auflösungsphase einer bestehenden Ordnung, die wir hatten bis vor ein paar Jahren. Haben wir alle irgendwie gedacht, wir haben eine schöne Ordnung. Und gleichzeitig befinden wir uns auch in einer Art von, nennen wir es mal, Übergangsphase. Und die Übergangsphase, die Länge davon hängt jetzt von uns allen ab. Also was sich sozusagen als neue Ordnung, es wird sich eine Art von neuer Ordnung etablieren. Die Frage ist nur, wird das eine Ordnung sein, die uns dient? Oder wird das eine Ordnung sein, die nur für kleine elitäre Kreise gedacht ist, die dann sozusagen über die Mehrheit der Menschen weiter herrschen, Kontrolle ausüben? Also im Grunde, ich nenne es mal eine technokratische, transhumanistische Masse-Elite-Gesellschaft. Das ist sozusagen ein Plan, der auch eben vorangetrieben wird. In dem befinden wir uns auch irgendwo. Das ist eine Agenda. Und die Frage ist, was wollen wir? Und wenn wir wirklich, ich sage mal, eine schöne Zukunft haben wollen für uns, wo alle mal nach streben, Freiheit, Selbstbestimmung, dann müssen wir bei uns selbst anfangen. Wir können viel im Außen verändern, nur die Dinge, die wir im Außen sehen, sind aus meiner Sicht nur die Folgen von innerpsychischen Prozessen. Und solange wir immer nur versuchen, im Außen was zu verändern und nicht die Ursachen der Thematik im Außen, also Krisen, Kriege und so weiter, sind nur Ausdrücke von Krisen, die wir in uns selbst haben. Das heißt,
diese innerpsychischen Prozesse, diese innere Zerrüttung, diese innere Zersplitterung, Spaltung, ja, man kann auch sagen, Sinnlosigkeit. Uns fehlt gerade so eine Art übergeordneter Sinn oder so eine Art Orientierungsgeber. Das können wir nur bedingt im Außen finden. Wir müssen es mehr und mehr in uns selbst finden, weil im Außen, die Sicherheit im Außen, die wird uns quasi genommen. Das heißt, der Halt im Außen wird uns genommen und dadurch bedingt müssen wir in uns selber wieder diesen, nennen wir es mal Ruhepol oder diese, ja, diesen Felsen in der Brandung, die müssen wir in uns selber haben. Dieses zentriert sein, in uns selbst ruhend. Das ist jetzt sozusagen die wichtige Aufgabe. Das ist innere Arbeit. Das ist die Arbeit, die am meisten unterschätzt wird, die aber am wichtigsten ist. Und deswegen müssen wir uns auch natürlich klar machen, worum geht es gerade. Ja. Wir haben heute, sagen wir mal, ein System da draußen, das aber eben auch in uns ist, das uns selbst versklavt. Das erkennen viele gar nicht. Und das hat sehr viel was mit diesem Thema der Normopathie zu tun, im Sinne von der Natur- und Selbstentfremdung, auch infolge von traumatischen Erlebnissen. Wir sind eine traumatisierte Gesellschaft und Kindergesellschaft heißt, wir sind unreif. Und die Unreife, die viele Menschen haben, werden durch diese Krisenzeiten im Prinzip ja nur sichtbar. Der Druck, der auf Menschen ausgeübt wird, triggert etwas, was schon installiert ist. Diese ganzen Traumamuster oder Kompensationsstrategien oder Bewältigungsstrategien von traumatischen Erfahrungen, die wir alle schon gemacht haben, die werden ja nur restimuliert oder aktiviert durch den Stress, den wir im Außen erleben. Und dann sehen wir am Verhalten der Menschen, wie stark wir tatsächlich unreif und auch traumatische Erfahrungen bereits hatten. Das ist eigentlich der Punkt, um den es geht. Es wird alles sichtbar. Das heißt, was vorher unsichtbar war, alles gut gedeckelt war, durch den Wohlstand, den wir hatten, war das alles schön kaschiert. Die tiefen Abgründe in unserem eigenen Innenleben werden jetzt eigentlich erst sichtbar. So. Und viele Menschen haben Angst oder entwickeln Ängste. Viele Menschen sind verzweifelt, wissen nicht, wie es weitergehen soll. Ja, das heißt, diese ganzen Themen, die gedeckelt waren, die brechen jetzt alle auf und werden nach außen gespült und sichtbar. Und jetzt steht die große Herausforderung eigentlich für uns an, uns neu zu finden, uns auch eine Art von, ja, man könnte sagen, eine neue Perspektive zu schaffen, ein neues Leitbild zu kreieren, für uns selber eine hoffnungsvolle Agenda zu entwickeln. Und man könnte auch sogar sagen, es geht jetzt wirklich um Heilung, im wahrsten Sinne des Wortes. Also heil werden im Sinne von ganz werden. Diese innere Zersplitterung jetzt auch zu überwinden. Weil Trauma heißt ja nichts anderes als Spaltung, Abspaltung oder man spricht ja auch von Dissoziation, die dann sozusagen uns innerlich zersplittert haben. Und diese vielen Anteile, die gilt es jetzt quasi wieder auch zu integrieren, mal ganz vereinfacht gesagt. Mhm. Und da haben wir wirklich, ich denke, eine ganz, ganz große Herausforderung. Aber nur wenn wir das schaffen, kommen wir qualitativ auch wirklich, sag ich mal, aufs nächste Bewusstseinslevel. Ja? Also dieses kranke Wachstum, was wir bis jetzt ja immer hatten, was letztendlich die Humanressourcen, wie es manche so sagen, einfach nur ausbeuten, kaputt machen, ja, und die Menschen einfach vorzeitig körperlich und auch psychisch krank werden lassen, das ist, kann nicht der richtige Weg sein, jedenfalls nicht für die Mehrheit. Ja. Ja, da war jetzt einiges dabei. Also jetzt nochmal kurz, um auf den Punkt Normopathie zu sprechen zu kommen. Ja, also Normopathie, das ist im Prinzip eine normal gewordene, krankhafte Gesellschaft, ne, wie du es so ausdrückst. Und in diese werden wir sozusagen reingeboren bzw. rein erzogen. Also Friedrich Schiller hat das damals tatsächlich schon in seinen Briefen, also in seinen ästhetischen Briefen formuliert. Sobald der Mensch überhaupt zu sich kommt, ja, also sobald der Mensch oder an dem Zeitpunkt, an dem der Mensch überhaupt erst zu seinem Bewusstsein kommt, findet er sich sozusagen schon im Staate wieder. Ja, also wir wissen im Prinzip, also wir gehen in die Schule, wir lernen erstmal, wir halten bestimmte Dinge für normal, ja, also Dinge, von denen wir glauben, dass sie normal sind, weil wir es nicht anders kennen. Ja, das sind aber letzten Endes ja psychisch krankmachende Zustände, ja, die unser System letzten Endes ausmacht. Also dazu kommen wir jetzt dann auch gleich in der nächsten Frage. Aber vorher würde ich gerne noch mal auf was anderes
eingehen. Also du hast eben beschrieben, wir müssen wissen, was wir wollen. Also es ist ganz wichtig, dass wir überhaupt erstmal wissen, was wir wollen, was wir überhaupt für einen Zustand anstreben wollen. Und gerade diesen Punkt finde ich sehr, sehr wichtig, also in Bezug auf das Thema Normopathie, auf dieses kranke System. Ja, weil viele, also viele auch in der Szene der Wahrheitssuchenden, die suchen tatsächlich nur im Außen nach den Schuldigen, in Anführungszeichen. Ja, also seien es Politiker oder seien es NGOs, Konzerne, die im Hintergrund arbeiten. Das ist natürlich irgendwo ein Aspekt, aber es muss natürlich auch ein Gegenmodell erschaffen werden. Ja, wir brauchen die Vision eines Gegenmodells, weil wenn sich der Mensch selber nicht ändert, dann wird sich um den Menschen herum immer wieder das gleiche System aufbauen. Ja, ganz egal, wer jetzt kurzfristig da ausgetauscht wird in irgendwelchen Führungspositionen. Ja, weil ein unsouveräner Mensch, der abhängig ist von bestimmten Strukturen und von bestimmten Lebensformen, wird ja dann auch wieder nach diesen gleichen Strukturen fragen, die ihn sozusagen in dieser Abhängigkeit halten. Ja, also deswegen ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, da auch das eigene Leben zu hinterfragen und eben auch die eigenen Themen, anzugehen, wie du so schön gesagt hast. Naja, ich würde das noch ergänzen. Also Normopathie könnte man, um das nochmal ganz klar auf den Punkt zu bringen, als die Anpassung an kranke gesellschaftliche Verhältnisse bezeichnen. Der sogar der Zwang, sich an kranke gesellschaftliche Verhältnisse anzupassen. Aus Angst vor Ausgrenzung. Wir sind soziale Wesen. Wir sind aufeinander angewiesen. Wir sind Bindungswesen. Und das Schlimmste, was uns passieren kann, ist, dass wir ausgegrenzt werden. Deswegen hat das ja auch in den letzten 3 Jahren so gut funktioniert, dass die Mehrheit mitgemacht hat, auch wenn es jetzt nicht so das Tollste oder das Gelbe vom Ei war, aber sie wollten nicht ausgegrenzt sein. Es ist eine Urangst. Und was noch hinzukommt, ist, weil wir eine traumatisierte Gesellschaft sind, nicht erst durch die Pandemiezeit, sondern schon davor, haben wir verschiedene, wie soll man sagen, Traumakompensationsmuster. Es gibt grob gesagt 4 Arten, wie man auf traumatische Erlebnisse reagieren kann. Das Klassische ist entweder kämpfen oder fliehen. Das kennen wir so. Dann gibt es aber noch 2 weitere, nämlich einmal erstarren oder ja, man könnte sagen, erlernte Hilflosigkeit, also so, man weiß nicht weiter, man akzeptiert einfach das, was ist. Ja, man nickt es sozusagen ab, ja, kann eh nichts machen, also dieses Gefühl der totalen Ohnmacht. Oder die 4. Reaktion wäre dann, man unterwirft sich irgendwelchen vermeintlichen Autoritäten. Das ist auch Teil der Normopathie. Diese Art von Unterwerfung könnte man auch als sogenanntes Stockholm-Syndrom bezeichnen. Also man fängt an, sozusagen mit den Tätern, die einen traumatisieren, eine Beziehung einzugehen, die vielleicht sogar schön zu reden, um sich zu schützen. Man muss aber verstehen, bei all diesen 4 Kompensationsmustern geht es immer nur um das Überleben. Und das wird hier an dieser Stelle gegen uns verwendet. Ja? Das muss man erstmal verstanden haben, dass also Trauma-Anpassungen Überlebensstrategien sind. Und die werden jetzt aber hier, das wissen diejenigen, die solche Szenarien kreieren, die wissen, wie Menschen reagieren werden und deshalb ja, sich so anpassen. Also das muss man verstehen. Und dieses Thema, ich sage mal, erlernte Hilflosigkeit ist sowieso ein großes Thema in unserer heutigen Zeit, weil viele Menschen sich nicht trauen, wirklich eigenverantwortlich zu handeln. Sie haben nämlich Angst, und das ist wieder ein Teil, sage ich mal, der frühkindlichen Traumatisierungen, auch durch die Schule, Fehler zu machen, die Angst, Fehler zu machen. Ja? Also die Angst letztendlich vor Bestrafung. Das ist ganz tief verinnerlicht. Und das hält viele zurück, überhaupt was zu tun. Genauso sind viele auch in so einem Erfüllungsmodus. Das heißt, man erwartet, dass man von jemand anders, einer vermeintlichen Autorität, einen Befehl bekommt oder eine Anweisung bekommt, die führt man dann einfach aus. Und zwar so, dass es in Ordnung ist, dass man da vielleicht sogar eine Belohnung für bekommt oder eben nicht bestraft wird. Und diese Verhaltensnormierung, die findet ja in den ersten, sag ich mal, 7, 8 Lebensjahren primär statt. Also die Basis wird dafür gelegt. So. Und dann ist es ein Selbstgänger. Das heißt, ohne diese Vorarbeit, die ja schon Jahrzehnte im Vorfeld gemacht wurde, hätte das in den letzten 3 Jahren nicht so funktioniert, wie es funktioniert hat. Also bei etwa, ich sag mal, 80% oder 75% der Menschen hat es ja funktioniert. Und das kann man eben nur verstehen, wenn man versteht, wie ein Mensch funktioniert, wie die Psyche eines Menschen tickt und funktioniert. Deswegen ist es aus meiner Sicht so wichtig, ein grundlegendes, sagen wir mal, Basiswissen darüber zu haben, weil Pandemie der Normopathie heißt im Grunde auch die Herrschaft
ja, man könnte sagen, des limbischen Systems und des Reptilienhirns. Also die Vernunft, der gesunde Menschenverstand, der sagt, nee, mach es mal so oder mach es mal nicht so, der abwägen kann und Argumente, auch verschiedene Argumente sich anhört, der ist in dem Moment blockiert durch die Angst. Das heißt, es funktioniert im Prinzip nur das limbische System, also das, was uns am Überleben garantiert, im Sinne von, was ist da für eine Gefahr, Angst, oh, was können wir tun? Und das Reptilienhirn, was sowieso nur auf Reizreaktionsmuster funktioniert. Ja? Und das ist im Grunde die Situation, die wir dann haben, dass wir wie eine Art von, ich sag mal, Bioroboter funktionieren an der Stelle. Mhm. Und solange diese Muster in uns sind und wirken können, ist es egal, wer, ich sag mal, öffentlich an der Macht ist. Er braucht ja nur diese Knöpfe jedes Mal zu drücken und die Menschen werden sich so oder so verhalten. Ja? Das muss man erstmal verstanden haben. Das heißt, es muss im Grunde erst diese Vorarbeit gemacht worden sein, damit die Menschen überhaupt so in solchen Ausnahmesituationen sich so verhalten. Ja? Und wir können da vielleicht mal darüber sprechen, was erschafft denn überhaupt diese Muster? Das ist vielleicht auch interessant, dass man mal so sich das mal näher anschaut. Was führt dazu, dass Menschen, wenn sie jetzt hier geboren werden, hier aufwachsen in dieser heutigen normopathischen Gesellschaft, solche Muster zum größten Teil verinnerlichen und dann entsprechend in Situationen, wie wir sie hatten, so reagieren. Ja, also es geht ja letztendlich darum, zumindest aus meinem Verständnis, Bindungslosigkeit zu erzeugen. Mhm. Also alles, was im Grunde das Vertrauensband, gerade bei Kindern, frühkindlich, in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt, schmälert, trägt dazu bei, dass der Mensch in so einen Überlebensmodus gerät, der ihn auch innerlich natürlich stresst. Und das Verrückte ist, wir haben uns an diesen Zustand gewöhnt. Das ist das Kranke, das Normale. Wir haben uns an diesen traumatischen, diese traumatischen Möglichkeiten, wie wir gebrochen werden können, gewöhnt. Das ist für uns nichts Ungewöhnliches. So. Wir fangen mal an. Jemand wird geboren. Ja. Also ich will mal so eine Art, ich nenne es mal den Teufelskreis der Normopathie aufzeigen, damit wir erstmal verstehen, was für eine Schleife wir eigentlich stecken. Und wo wir später auch ansetzen müssen, wenn wir da wirklich rauskommen wollen. Ja. Wenn ein Kind geboren wird, ja, und die Geburt ist bereits traumatisch, sei es durch einen Kaiserschnitt, sei es durch einfach eine Einleitung, sei es, dass es im Krankenhaus passiert, sei es, dass fremdes Personal anwesend ist, sei es, dass der Kontrast zwischen dem Leben in der Gebärmutter in einem warmen, wässrigen Milieu plötzlich ganz krass ist. Also sozusagen, du kommst, also ein Temperaturschock und so weiter und so fort. Also alles, was im Grunde, ich sag mal, Stress bedeutet, Geburtsumstände. Große Krankenhauslichter, die erstmal blenden, das Kind wird erstmal der Mutter weggenommen, gewogen, gemessen und so weiter und so fort. All diese Sachen, die im Grunde diesen, sag mal, Mutter-Kind-Bonding-Prozess beeinträchtigen. Um die geht es erstmal. Weil damit wird im Grunde das Urvertrauen beim Kind bereits erschüttert. Ja, also Urvertrauen heißt ja auch, ich bin sicher, Sicherheitsgefühl. Es geht ja immer um dieses Thema, bin ich hier sicher, bin ich hier geschützt, bin ich hier geborgen. Wenn bereits beim Start sowas passiert, das kann nicht nur traumatisch fürs Kind sein, sondern vor allen Dingen auch für die Mutter, dann ist hier schon sozusagen der erste Knack da. Da muss man viel nachbessern, um das wieder auszugleichen. Ja? Nächster Schritt ist dann, wenn im Grunde Kinder, ich sag mal, sehr früh in die Fremdbetreuung gegeben werden. Also vielleicht schon mit wenigen Monaten oder vielleicht mit dem ersten Lebensjahr in die Krippe. Ja, Tagesmutter. Also es gibt Krippen, die schon mit 8 Wochen zum Teil Kinder aufnehmen. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen. Also jeder, der vielleicht selber Kinder hat, also 8 Wochen, was das eigentlich bedeutet, also ein Kind so früh wegzugeben, also dass das überhaupt ja auch nur ansatzweise legal ist, also das ist eigentlich schon eine Tragödie, würde ich sagen. Gründe ist ein Verbrechen, muss man mal klar sagen. Aber es hat wiederum auch Gründe, weil diejenigen, die das tun, unter Umständen selber schon traumatisiert sind und dadurch auch in gewisser Weise, ja, man spricht von einer Gefühlspanzerung, dass sie es gar nicht so fühlen oder vielleicht doch, aber irgendwie meinen, ja, das muss halt so sein, das machen alle so bla bla und dann wird es sich irgendwie so zurechtgeredet, ja. Und das heißt, jegliche Art von Fremdbetreuung, alles, was dazu führt, dass das Kind so eine Art, nennen wir es mal, Kontaktabriss hat oder in seiner Bedürftigkeit nicht erkannt wird oder auch diese Grundbedürfnisse nicht gestillt werden. Also Bedürfnis nach Nahrung, nach Sicherheit, nach Schutz, nach Körperkontakt, nach Nähe und eben nach Bindung, das ist mit das Wichtigste. Wenn das in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt wird, ist es wieder ein weiterer, ich sag mal, Schlag gegen das Bindungsband.
Nächste Stufe wäre dann, wenn Kinder, ich sag mal, körperlicher Gewalt ausgesetzt sind, genauso aber auch, was viel fataler ist, psychischer Gewalt. Langfristig, toxisches Elternhaus, dysfunktionale Familienstrukturen, wo die Eltern selber schon traumatisiert sind, überfordert sind und das Kind im Grunde dann in so einem Umfeld aufwächst, ja, und im Grunde jeden Tag Gewalt erlebt, aber eben nicht nur körperlich, sondern vor allen Dingen auch psychische Gewalt. Das kann aber auch bedeuten, das Thema Impfungen, muss man auch ganz klar sagen, weil das ist ja nicht nur eine Sache, dass hier, ich sage mal, auch Gewalt ausgeübt wird, im Sinne, dass jetzt mit einer Injektion die Körperbarrieren also durchstochen werden. Das ist ja auch eine Verletzung der Integrität, sondern es ist auch ein Vertrauensverlust in die Eltern, in die Bezugspersonen, die ja eigentlich dafür sorgen sollten, dass das Kind geschützt wird. Jetzt wird das Kind quasi dieser Gefahr ausgesetzt und insgeheim wird es sich dann wahrscheinlich sagen, also so sagen wir das jetzt, warum tut ihr mir das an, Eltern? Warum macht ihr das? Warum schützt ihr mich nicht jetzt davor? Wieso setzt ihr mich dieser Gefahr aus? Also auch das würde wieder ein Stück weit das Vertrauen zerstören. Und Ja, alles, das was. ist, also verzeih mir, dass ich gerade unterbreche. Ja, das ist ja im Prinzip, ne, man muss sich das ja so vorstellen. Also das Kind denkt erstmal oder geht davon aus, es ist Oder sicher, es fühlt, ist vielleicht muss man sagen, es unversehrt. fühlt er, ne? Das ist ja, Ja, das oder denkt er ja. es fühlt, genau, es ist sicher. Und plötzlich kommt dann da eine Injektion oder plötzlich kommt dann da ein Schmerz, ne? Und ab dem Zeitpunkt hat das Kind ja permanent irgendwo das Gefühl oder möglicherweise die Angst, dass auch wenn es bei den Eltern sicher im Arm ist, jederzeit wieder im Prinzip so ein Schmerzfaktor es beschädigen könnte. Ja? Also diese Sicherheit, die es eigentlich mit den Eltern verbindet, mit diesem elterlichen Schutz, die, ja, also dieses Gefühl der Sicherheit, das ist einfach verletzt ab diesem Zeitpunkt. Ganz genau. Ganz genau, darum geht es. Ja, und dann haben wir noch, ich sag mal, die vierte Stufe, die wir alle mehr oder weniger durchhaben, ist das Thema Schulzwang. Beziehungsweise die Kinder sind dann dem sogenannten unsichtbaren Lehrplan ausgesetzt. Also ich nenne es jetzt mal ganz vereinfacht schwarze Pädagogik in einer seichten Form, wo es also um eine Art von Dressurprogramm geht, wo Kinder also über Belohnung und Bestrafungsreize in ein konformiertes Verhaltensmuster reinmanövriert werden, mal so ganz vereinfacht gesagt. Und auf diese Art und Weise haben wir einfach Menschen, die, was die Bindung angeht, in der Mehrheit sehr schwach sind. Also so Bindungslosigkeit. Bindungslosigkeit führt aber dazu, gerade bei ganz kleinen Kindern, dass sie sich natürlich versuchen, das ist, also man muss verstehen, der Bindungsinstinkt ist somit der stärkste Instinkt, den wir haben. Weil wir werden ja schon unreif geboren und sind darauf angewiesen, durch die Gruppe, durch die Familie, die uns umsorgen und schützen, diesen Hort des Schutzes zu haben, damit wir da nachreifen können. Also wenn die Bindung gewährt ist, wenn also die Versorgung des Kindes, die Grundbedürfnisse gestillt sind, kann das Kind reifen. Und je stärker die Bindung ist, desto schneller kann das Kind reifen. Umgekehrt, deswegen ja auch Kindergesellschaft, wenn wir viel Bindungslosigkeit erfahren haben oder traumatische Erlebnisse, die die Bindung in irgendeiner Art und Weise, ich sag mal, beeinträchtigt haben, dann verzögert sich die Reifung. Und unreife Kinder haben dann viele Probleme, was die Schule angeht, also Lernen, dann wird das schwieriger für sie. Es wird schwerer, sich in Gruppen zu integrieren. Es wird schwerer, sich überhaupt, sag ich mal, still hinzusetzen, zu konzentrieren und, und. Es gibt noch andere Faktoren, aber diese Kinder sind verhaltensauffällig. Das ist das Problem. Und die sind dann auch sozial, ich sag mal, asozial im Sinne von, dass sie sich eben nicht in die Gruppe einfügen, nicht also im Sozium wirken können, weil die haben das Problem, dass sie im Prinzip noch gar nicht zu sich selbst gefunden haben. Ein Mensch, der sich in die Gruppe integrieren soll, muss erstmal eigentlich eine Beziehung zu sich selbst aufgebaut haben. Der muss erstmal wissen, wer er selber ist, damit er im Grunde nicht in der Gruppe sich sozusagen verliert und da irgendwo so in diesem Einheitsbrei untergeht, sondern dass er immer noch sagen kann, okay, das bin ich, das sind meine Werte, dafür stehe ich, ja, das ist das und das und so. Und dann kann er sich ja auch in der Gruppe andere Standpunkte von anderen Menschen anhören. Das ist ein Zeichen von Reife, wenn man das kann. Ja, und also es wird ja oft damit argumentiert, ja, also dass man Kinder frühzeitig in Kitas oder Kindergärten geben soll, mit dem Argument, dass sie ja sozusagen ja ein soziales Umfeld brauchen, ja, oder lernen müssen, in einem sozialen Umfeld umzugehen. Ja, das Ding ist, also das Sozialverhalten selber lernen die Kinder allerdings von Erwachsenen. Ja, Sollten Sie. sollten sie eigentlich von Erwachsenen lernen. Ja, also weil Kinder lernen eigentlich eins zu eins nach dem Vorbild. Ja, also
Ich habe mich, wie Felix van Frieden im Übrigen, auch viel mit dem geistigen Meister Omra Mikhail Ivanov beschäftigt. Und er hat da auch ein Buch zum Beispiel zugemacht. Also das heißt, Erziehung beginnt vor der Geburt. Ja, also indem sich die Eltern eigentlich im Prinzip erstmal selbst erziehen, sich selbst reflektieren, an ihrem eigenen Verhalten arbeiten, weil das sozusagen das Vorbild für das Kind ist. Ja, und das sollte eben auch das soziale Vorbild sein. Wenn jetzt aber allerdings Kinder, ja, also ein Bindungsaufbau im Kindergarten zum Beispiel anstreben, ja, also und davon Gleichaltrigen lernen, lernen sie ja das Sozialverhalten der anderen unreifen Kinder und eben nicht das reife Sozialverhalten der Erwachsenen, also was die Erwachsenen im besten Fall an den Tag legen. Ja, also auch das ist ja heutzutage leider nicht unbedingt gegeben. Das ist ein Massenphänomen der gleichaltrigen Orientierung. Das führt dazu, dass Kinder, weil sie in Bindungslücken gefallen, weil sie werden ja sozusagen zu früh von ihren wichtigen Bezugspersonen getrennt, suchen sie sich sozusagen Alternativen. Und das sind dann einfach die anderen Mitinsassen, sage ich immer. Also sprich die anderen Kinder. Und dann binden sie sich an diese Kinder, weil der Bindungsinstinkt sucht nach Halt. Ganz einfach. Mhm. Und weil dieses Verständnis heute nicht weit verbreitet ist, wird es gesagt, naja, das ist doch normal und die Kinder brauchen einander und so weiter. Das ist ein Mythos. Kinder, ja klar, Kinder können miteinander spielen, aber bitteschön unter der Aufsicht eines reifen Erwachsenen, an denen sie sich orientieren, an denen sie gebunden sind und nicht untereinander gebunden sind. Und das ist das Tückische. Und wenn Kinder sich untereinander binden, das wird nachher richtig schlimm in der Pubertät, dann haben wir eine horizontale Wert- und Kulturvermittlung, also sprich Unreife untereinander. Und dann sehen wir, was dabei rauskommt. Früher war es immer so, von den reifen Erwachsenen zu den unreifen Kindern, also eine vertikale Kultur- und Wertevermittlung. Das ist sozusagen heute mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Und deswegen kommt auch von Generation zu Generation sinkt das Reifeniveau immer mehr ab. Im Sinne der Herrschenden ist das super, weil solche kannst du viel leichter manipulieren und lenken. Und sieht man ja auch, die machen jeden Blödsinn mit, kleben sich auf die Straße und rennen irgendwo hin und denken, sie würden den Planeten retten, ja, weil sie einfach völlig orientierungs- und haltlos sind. Und jetzt halt hängen sie sich dann an irgendeine größere Idee, die man ihnen vorgegeben hat, und binden sich an diese Idee mit anderen Gleichaltrigen und denken, oh, wir sind doch toll, was wir machen, wir tun tolle Sachen für den Planeten. Und das ist aber der Irrtum dabei. Man muss halt verstehen, wie Bindung funktioniert. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt mit der Sozialisation. Im Grunde muss man verstehen, der Mensch hat eine natürliche Entwicklungsreihenfolge. Und die sind drei Stufen. Die erste Stufe ist, er braucht erstmal ein Umfeld, das ihm sein primäres Grundbedürfnis, nämlich nach Bindung, sättigt. Also das Erste, das Wichtigste ist Bindungssättigung. Und das ist Aufgabe des Elternhauses, primär des Elternhauses. Oder was weiß ich, der Großeltern, aber auf jeden Fall der Erwachsenen, die dieses Kind täglich umsorgen. Das ist deren Hauptaufgabe. Das machen aber leider nicht alle. Jetzt passiert das Interessante, wenn dieses Bedürfnis übererfüllt wird, also wirklich das Kind ist richtig satt, der Bindungstank ist richtig vollgestopft mit Liebe, Aufmerksamkeit und Zuwendung, dann kann sich das Kind entspannen, weil es fühlt sich ja wohl und sicher. Dann kommt die zweite Stufe, dann kommt nämlich die Reifeentwicklung. Und das ist wiederum Aufgabe der Natur. Das heißt, ein Kind, das sich sicher, geborgen und gebunden fühlt, reift schneller. Ja, das ist ja auch. Warte, ich will noch das zu Ende führen kurz. Und dann kommt die dritte Stufe, und das ist, was du eben auch sagtest, dann kommt nämlich die eigentliche Sozialisation, also sprich die Menschwerdung im Sinne von, wir integrieren jetzt dieses Kind, was gereift ist, was auch zu einer Persönlichkeit geworden ist und auch sich selber kennt, in eine Gruppe. Das kannst du natürlich nicht mit 2- oder 3-Jährigen im Kindergarten machen, weil die sind ja noch nicht ausgereift. Ja, das ist das Problem. Das heißt, Sozialisation ist ist die Folge einer Ausreifung, die aber nicht im Kindergarten stattfinden kann. Und das ist der Trugschluss. Und das ist jetzt der Mythos. Da wird sozusagen die Neurobiologie völlig ignoriert, obwohl das mittlerweile alles bekannt ist, dass eben diese Bindung vorhanden sein muss. Dann folgt das zu der Reifung. Und infolge der Reifung kann das Kind sich auch in ein Sozium integrieren, kann rücksichtsvoll mit anderen umgehen, kann auch, sage ich mal, den Standpunkt, die Perspektive des anderen einnehmen, sich da einfühlen. Ja, das sind alles Qualitäten, die ich sage mal, Früchte der Reifung sind. Aber ohne Reifung, kannst du vergessen, haben wir nur sozusagen eine Hack- und eine Rangordnung. Ja, das heißt, das Recht des Stärkeren. Und Kinder werden sich untereinander immer wieder verletzen, allen voran emotional. Durch Spott, durch Beschämung, durch Mobbing, natürlich auch durch körperliche Gewalt, da gehen die Erwachsenen meist dazwischen, aber gerade dieses Gefühl, ausgegrenzt zu sein, nicht dazugehören zu können, dieses Beschämende, sich über andere lustig machen, das kannst du auf den Spielplätzen wunderbar sehen, das ist ein Zeichen von absoluter Unreife. Und das zeigt im Grunde schon, dass diese gleichaltrigen Orientierung bei denen schon fortgeschritten ist. Ein Erwachsener würde dazwischen gehen und sagen, Moment mal, so nicht. Oder er würde es anders vorleben, wie du auch richtig gesagt hast.
Kindererziehung ist immer Selbsterziehung. Ja, ganz wichtiger Punkt. Das heißt, dieser Mythos, ich habe jetzt auch erst vor kurzem gerade da zu diesem Thema was bei Instagram gepostet, heftige Diskussion hat das ausgelöst. Heftige Diskussion, ja. Und trotzdem, die Natur kannst du nicht, soll ich sagen, negieren, ja. Das ist sozusagen unsere Natur. Wir brauchen erstmal diesen Schutz der Sippe, der Familie oder zumindest einer umsorgenden Besuchsperson. Dann kann das Kind in Ruhe reifen. Und mit der Reifung geht auch der Schritt einher, dass es sich dann an den Erwachsenen orientiert, an der Erwachsenenkultur orientiert und damit sozialisiert. Und genau das Verhalten lernt, was es später auch braucht, um ein guter, ich sag mal, Bürger zu sein. Ja. Ja, ganz genau. Und es ist ja eigentlich, das wollte ich eben sagen, es ist ja eigentlich auch logisch. Also an höchster Priorität kommt erstmal die Bindung, ja, also ein Teil der Gruppe zu sein. Das ist ja auch sozusagen ein Überlebensinstinkt des Menschen, weil als soziale Wesen sind wir darauf ja auch angewiesen. Ja, und wenn diese Bindung schon nicht zustande kommt, wie soll denn dann eine Reifung überhaupt passieren? Weil der Mensch ist ja erstmal permanent in diesem Drang, überhaupt erstmal dazu gehören zu wollen, ja, und dadurch kommen dann halt diese Sachen, Lästern, Mobbing und so weiter, weil jeder sozusagen, ja, dichter am Kern der Gruppe dran sein möchte als die anderen, ja, also wie du das sehr schön gesagt hast, also das ist erstmal ganz wichtig, dass da eine Sättigung stattfindet. Und das Ironische ist im Prinzip, das wird eigentlich tatsächlich an den Unis auch gelehrt, ja, also Stufenmodell von Erikson, also ich habe selber Pädagogik studiert. Das wird sowohl an Lehramtsstudiengängen als auch bei Bildung und Förderung in der Kindheit wird das angewandt. Aber trotzdem wird kein Schluss draus gezogen. Die meisten Studenten denken da auch nicht drüber nach. Die lernen für das eine Fach das, schreiben das dann in der Hausarbeit so hin. Aber so diese Transformation, dass das dann auch tatsächlich so angewandt wird, dieses Wissen, was ja vorhanden ist, was uns ja auch so, sogar gezeigt wird, das wird einfach nicht angewandt. Also, ja. Das ist in der Medizin auch nicht anders. Ja, die lernen auch alles Wesentliche, aber es wird nicht angewendet. Es wird nicht daraus der Schluss für die Praxis bezogen. Ja, also man hört das zwar, zum Beispiel in der Medizin geht es um Bindegewebe, passt jetzt gerade vielleicht ganz gut. Ja, wenn man versteht, dass das Milieu, also das, wo die Zelle eingebettet ist, letztendlich bestimmt, wie es der Zelle geht. Das wird zwar erwähnt, man beschreibt auch, wie das aufgebaut ist und so weiter, und das war's. Ja, ja, man müsste dazu aber eigentlich später viel mehr noch erzählen, wie kann man auf dieses Bindegewebe Einfluss nehmen, wie kann man über das Bindegewebe die Zellgesundheit beeinflussen. Und genauso ist es bei den Kindern, weil das Milieu macht das Kind zu dem oder dem, was es ist. Ja? Und das muss man erstmal verstanden haben. Ja? Und deswegen, man hat das zwar mal irgendwo gehört, aber entscheidend ist nicht, dass man es mal gehört hat, so nach dem Motto, toll, wir sind im Informationszeitalter angekommen, sondern, dass wir es auch anwenden und die Praxis auch daraus ableiten, wie wir miteinander umgehen sollen, warum das so wichtig ist. Das heißt, es ist nicht ein Fach unter vielen, sondern es ist die Prioritätssetzung ist hier wichtig, dass man sagt, das ist entscheidend. Bindung ist der Schlüssel. Ja, wenn wir das nicht verstehen, dann machen wir so weiter mit der Normopathie. Ja, ja, ganz genau. Und auch das ist ironischerweise im Prinzip eine Folge aus dieser Bindungslosigkeit, dass die Leute das halt eben nur für die einzelnen Studienfächer auswendig lernen, was sie da hören, aber halt nicht wirklich drüber nachdenken, wie wenden sie es an. Also im Pädagogikstudium nichts anderes, ja. Also ich hatte da zum Beispiel ein Studienfach Bildungs- und Erziehungswissenschaften und da war dann ein Professor, der war eher konservativ eingestellt, der hat gesagt, das dreigliedrige Schulsystem ist gut. Ja, und viele meiner Mitstudenten, ja, da hat er auf jeden Fall recht, so wie er das erzählt, das macht total Sinn. Dann hatten wir ein anderes Fach, eins der neueren Fächer sozusagen, Inklusion. Das sagt im Prinzip genau das Gegenteil vom dreigliedrigen Schulsystem. Und die gleichen Studenten, die den einen Professor gut fanden und dem zugestimmt haben und in ihren Hausarbeiten sozusagen auf dem seine Anforderungen hingeschrieben haben, haben dann in dem anderen Studienfach gesagt, nee, Inklusion ist gut, wir müssen alle durcheinander mischen. So, also da wird auch immer nur das getan, was erwartet wird von den Autoritäten, ja, also eben um auch halt diese Bindung zu gewährleisten, aber es wird überhaupt nicht nachgedacht, dass sich diese Sachen da komplett widersprechen in den unterschiedlichen Kursen, ja, also was ja an sich nichts Schlechtes ist, dass man unterschiedliche Perspektiven kennenlernt, aber die Leute ziehen für sich selber da oftmals halt keinen Schluss draus, ne, sondern sie setzen dann halt einfach um, was gefordert wird. Wir haben im Grunde komplett den Bezug zur Natürlichkeit verloren. Wir sind in unserer künstlichen Welt aufgewachsen und jetzt versuchen wir, verschiedenste Konzepte auszuprobieren. Und man kann das ja mal so, man kann das ja mal so.
Nein, wir müssen uns eigentlich nur an der Natürlichkeit orientieren. Es gibt ja vielleicht noch ein paar Völker, wo man das sehen kann, die noch nicht so von uns beeinflusst wurden, damit wir wieder einen natürlichen Bezug zu dem finden, was optimal für uns wäre. Weil sonst bewegen wir uns wirklich innerhalb einer künstlichen Welt. Ich nenne das immer ein Sozialexperiment seit 250 Jahren etwa, in dem wir uns hier befinden. Und da wird dann immer rumprobiert, mal so und dann mal wieder so, dann kommt wieder eine neue Theorie. Die Psychologie ist voller Theorien. Ja, der Mensch wird immer noch wie eine Blackbox betrachtet. Ja, und nach dem Motto, naja, wenn ich ihn den und den Reizen aussetze, dann wird er sich vielleicht so oder so verhalten. Und warum das so ist, keine Ahnung, hat vielleicht was mit Neurochemie zu tun, bla bla bla. Ja. Also wenn man sich das mal so mit Abstand anguckt, kann man nur noch im Kopf schütteln. Was für ein absurder Blödsinn. Geht doch raus und guckt euch natürliche Rahmenbedingungen an, unter denen Menschen leben. Und auch wird nicht berücksichtigt heute, muss man immer wieder betonen, das Geldsystem, wie es heute ausgestaltet ist im Westen, treibt uns ja auch in diesen Wahnsinn rein. Jedes Jahr dieser künstliche Wachstumszwang, ja, die Umverteilung, die Verarmung der Massen. Ja, warum müssen Kinder in die Fremdbetreuung? Weil die Eltern arbeiten müssen. Warum müssen sie arbeiten? Weil sie sonst kein Geld haben oder zu wenig Geld haben, um überhaupt über die Runden zu kommen. Warum haben wir Inflation? Und. Redet keiner drüber. Es werden immer nur die Auswirkungen irgendwie versucht zu bekämpfen. Aber die Ursachen, warum die Menschen in so einer Absurdität sich bewegen, in einer normopathischen Gesellschaft und sich an diese kranken gesellschaftlichen Verhältnisse anpassen, da redet keiner drüber. Das ist ja normal. Aber eben normal ist krankhaft. Das müssen wir auch nochmal erwähnt hier, ja? Sonst bewegen wir uns quasi immer nur in dieser Blase, in dieser mentalen Käseglocke und glauben, oh, das ist schon eine coole Theorie, können wir mal ausprobieren. Es ist total absurd. Es ist einfach absurd. Und daran sehen wir, wie weit wir uns von unserer Natürlichkeit entfernt haben. Ja, das beschreibst du sehr schön. Also vor allem diese unterschiedlichen Sachen, die ausprobiert wurden. Ja, also während ja, meiner beruflichen Laufbahn habe ich zum Beispiel in Kindergärten gearbeitet, ne? Und das ist schon sehr interessant, wenn man sich dann mit anderen Kollegen unterhält, ja, was sie so für gute Erziehungsstile halten. Da hast du zum Beispiel eine Kollegin, die ist dann vielleicht 50, 60 Jahre alt, die sagt, Rosa ist eine Mädchenfarbe. Dann hast du eine 30-jährige Mitarbeiterin, die sagt, es gibt keine Mädchen- und Jungsfarben. Und dann hast du vielleicht noch eine 20-jährige Praktikantin, die sagt, es gibt keine Mädchen und Jungs. Ja, also im Prinzip hast du in der Einrichtung diese drei Kategorien in sozusagen als unterschiedliche Vorbilder, als unterschiedliche Rollenvorbilder für die Kinder. Also was soll das Kind dann glauben? Also an was soll sich das Kind dann orientieren? Ja, wir müssen uns wirklich anfangen, wieder an der Natürlichkeit zu orientieren. Und das ist sehr schwer für uns, weil wir wirklich Zivilisationskrüppel geworden sind. Das ist unser Dilemma. Ja, nichtsdestotrotz, es gibt ja noch, sage ich mal, unberührte Völker, an denen man zumindest mal schauen kann, wie kann man mit Kindern auch anders umgehen. Gibt es genug Literatur auch drüber? Es gibt Forscher, die haben sich dahin begeben, haben das beobachtet, nicht im Experiment, sondern die haben einfach nur beobachtet, wie Kinder dort behandelt werden, wie Kinder dort willkommen geheißen werden in deren Gesellschaft, wie Kinder dort aufwachsen und wie Kinder auch vom Reifegrad sind. Und dann kannst du ja im Grunde schon empirisch, ja, das ist im Grunde Bindungspsychologie. Vielleicht muss man nochmal ein grundlegendes Dilemma ansprechen. Wir haben ja heute einen verhaltenssteuernden Ansatz in der Pädagogik, in der Erziehung, in der Schule, überall. Da geht es immer nur darum, den Menschen wie einen Bioroboter, einen Reizreaktionsautomaten zu dressieren. Also ihm bestimmten Reizen auszusetzen, infolgedessen er bestimmte Verhaltensmuster, also sprich Reaktionen zeigt. So. Das ist ein Weltbild oder ein Menschenbild, was den Menschen wie eine Maschine betrachtet. Das ist aus dem 19. Jahrhundert. Das ist, ich sag mal, die sogenannte Leipzig-Connection. Das ist diese Vorstellung, der Mensch ist sozusagen nur die fleischliche Ansammlung. Bewusstsein ist die Folge von Gehirnprozessen. Ja, und das Universum ist per Zufall aus nichts entstanden. Das ist purer Materialismus. So. Und wir finden diese Ansätze immer noch, Dressur, überall. Es gibt aber auch noch die Bindungs- und Entwicklungspsychologie, die geht von einem ganz anderen Menschenbild aus. Ja. Die versteht, dass der Mensch nicht nur dein Körper ist, ein physischer, objektiver Körper, sondern es gibt noch einen subjektiven Körper. Das ist das Innenleben. Man könnte sagen, das ist das Wesen, das diesen Körper bewohnt. Und dieses Wesen hat Bedürfnisse, seelische Bedürfnisse. Es hat Empfindungen, es nimmt wahr, es verarbeitet, es erlebt aber auch traumatische Erfahrungen. Und dieses Wesen, ja, wenn wir das nicht berücksichtigen, sondern immer nur die fleischliche Ansammlung betrachten, nach dem Motto, Kind wird geboren, alles ist dran, alles gesund, ja, dann kommen wir aus der Nummer nicht raus. Weil wir müssen erstmal, wir sind eine sehr, wie sagen wir mal, eine grobe Gesellschaft. Wir haben nicht mehr so dieses Gespür für diese feinen Dinge. Wenn wir wirklich nur den Körper sehen und das Materialistische sehen, aber nicht die Empfindungen, das Mitgefühl und so weiter, ja, wenn wir das nicht haben für diesen Menschen, wie er da
die Dinge empfindet, dann wird es ganz schwierig. Wir müssen mal eine kurze Pause machen. Gut, wir hatten jetzt eine kurze Unterbrechung. Raik hat nämlich aktuell Handwerker im Haus, deswegen hier eine kurze Umsattelung auf Kopfhörer. Genau, bitte, ich glaube, du warst gerade noch mitten im Thema. Ja, wir hatten ja darüber gesprochen, dass es einerseits diese verhaltenssteuernden Ansätze gibt, was leider immer noch sehr verbreitet ist in der Erziehungspädagogik und in der Art, wie mit Kindern umgegangen wird in der Schule. Und dann der Ansatz aus der Bindungs- und Entwicklungspsychologie, also wo man geschaut, was für Bedürfnisse hat ein Mensch. Also da interessiert mich auch nicht primär das Verhalten, sondern ich frage mich dann eher, was führt zu diesem Verhalten? Was ist sozusagen das innere Motiv? Aus welchem inneren Beweggrund handelt ein Mensch, ein Kind auf diese Art und Weise? Und ich gehe jetzt nicht dabei und bestrafe das Verhalten und sage, ja, du darfst so nicht verhalten oder so darfst du dich verhalten, dann kriegst du eine Belohnung. Sondern nehmen wir als Beispiel Aggression. Wenn ein Kind einfach aggressiv ist. Die verhaltenssteuernde Ansätze würde sagen, das darfst du nicht, ich bestrafe dich jetzt und wehe, wenn du das nochmal machst und so weiter, also mit Drohung und so weiter, Sanktionierung, bla bla. Bindungsansatz wäre, ich verstehe bereits, dass hinter der Aggression Frustration steht und hinter der Frustration Traurigkeit, Einsamkeit. Dann kann ich diesem Ansatz völlig anders begegnen. Ich gehe da nicht auf das Verhalten primär ein. Ich setze auch das Kind in seinem Verhalten nicht dem Kind gleich. Also ich sage, das Kind hat sich so verhalten, deswegen ist das Kind auch dann so. Also es hat sich schlecht verhalten, deswegen ist es ein schlechtes Kind, sondern ich trenne erstmal auch das Verhalten von dem eigentlichen Wesen. Das Kind ist gut. Es hat aber ein bestimmtes Verhalten. Und dieses Verhalten hat es, weil es unter, ich sag mal, kranken Rahmenbedingungen groß geworden ist. Mhm. Es hat sich an kranke Verhältnisse angepasst und das ist sein Überlebensmechanismus. Ich erkenne das an. Es kämpft sozusagen hier aus seiner Sicht um ein Überleben. Und wenn ich das verstehe und auch verstehe das dahinterliegende verletzte Grundbedürfnis, dann kann ich natürlich ganz anders dem Kind begegnen, als zu sagen, du bist scheiße auf gut Deutsch, verhältst dich so, du darfst so nicht, ich werde dich jetzt bestrafen und das und ich werde laut oder was auch immer, sondern ich verstehe dass die Bedürftigkeit dahinter. Und wenn ich dann verstehe, ich muss erstmal zu diesem Kind eine Bindung aufbauen, ein Vertrauensband und dann auch, dieses Kind ist ja meistens dann auch schon, sage ich mal, gefühlsgepanzert aufgrund dieser ganzen Erfahrung, die es wohl offensichtlich hatte. Muss ich erstmal schauen, wie kriege ich einen Zugang zu diesem Kind, dass es sich auch zu mir öffnet als Erwachsener. Und das Beste, was passieren kann, ist, dass dieses Kind irgendwann anfängt zu weinen. Natürlich nicht vor der Klasse, sondern in der Obhut, weil das dann hat es die Möglichkeit, wieder Zugang zu sich zu finden, zu seinen zarten Gefühlen und dadurch auch nachzureifen. Weil das ist im Grunde ein unreifes Verhalten, wenn ein Kind sich dann ganz aggressiv verhält in bestimmten Situationen. Ganz genau. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also da könnte ich auch unzählige Beispiele aus der pädagogischen Praxis im Prinzip bringen, ne? Also was man da halt wirklich verstehen muss, ist, dass aggressives Verhalten, dass da nicht das Kind die Ursache ist. Ja, also wir leben in so einer Gesellschaft, in so einer Konsumgesellschaft. Ne, da gab es dann ja auch im Fernsehen so Shows wie Super Nanny oder so, wo man davon ausgeht, das Kind ist irgendwie auffällig, man gibt es irgendwie zu den Experten und die fixen das dann im Prinzip. Ja, das Ding ist aber, die Aggression ist letzten Endes nur ein Spiegel eines Verhaltens, was dem Kind irgendwo vorgelebt wird. Ja, also es ist ganz oft zum Beispiel so, dass es im Prinzip im Elternhaus diese Aggression gibt. Ja, die muss nicht physischer Natur sein, die kann auch psychischer Natur sein. Das Kind artikuliert sie aber dann möglicherweise halt physisch, indem es zuschlägt und so weiter. Ja, es kann zum Beispiel ein Eifersuchtsthema gegenüber den kleinen Geschwisterkindern sein. Ja, also das Kind muss in den Kindergarten schon gehen und versteht nicht, warum jetzt das kleine Geschwisterchen halt noch zu Hause bei den Eltern sein darf. Ja, also gerade ja, kleine Kinder, Zweijährige, Dreijährige, die verstehen das natürlich noch nicht kognitiv, dass sie selber jetzt in den Kindergarten müssen, während das kleine Geschwisterkind sozusagen noch bei den Eltern bleiben darf und die elterliche Aufmerksamkeit bekommen. Ja. Dann kommen noch andere Sachen dazu. Wie oft habe ich Kinder gesehen? Also es gibt dann unterschiedliche Abholzeiten. Einige Kinder werden früher abgeholt, einige Kinder sind ganztags da. Das verstehen auch die Kinder nicht, die ganztags da sein müssen. So, warum holen Mama und Papa von den anderen die schon so früh ab und verbringen mehr Zeit mit ihnen als ich?
Folge aggressives Verhalten gegenüber den anderen Kindern. Ja, also weil das Kind es halt eben auf sich selber bezieht oder selber halt den Anschluss das finden ist der Punkt. möchte. Es denkt, es ist selber die Ursache, warum die anderen sich so, also die Eltern sich so verhalten oder so, ne? Das ist Genau. der Punkt. Das ist das Problem. Und das verstehen die Kinder leider nicht. Aber daraus entstehen nachher so viele, ja, beschränkende Glaubenssätze. Genau, und das sind Rattenschwänze, die im ganzen Leben das Kind weiterhin begleiten, möglicherweise, wenn man es nicht schafft, das aufzulösen. Also sehr viele Sachen wie Selbstwert, Mangel, so Glaubenssätze wie ich bin nicht gut genug und so weiter, die kommen eigentlich aus diesem Alter, aus dieser Altersspanne heraus so. Und Also dafür mal das. ein bisschen zu sensibilisieren, darum geht es mir auch, weißt du, dass wir wirklich wieder ein bisschen fühliger werden für diese Dinge, ja, dass wir auch anerkennen, ja, wir sind eine traumatisierte Gesellschaft, wir leben im Zeitalter der Traumatisierungen und gleichzeitig aber auch der Traumaheilung und Traumaintegration. Das ist jetzt, sag ich mal, Hauptaufgabe. Also wenn es um das Thema Heilung geht, geht es darum, genau diese Themen, und das sind ja generationsübergreifende Geschichten. Ja, also man kann sagen, immer wenn eine Gesellschaft, sag mal, durch Kriege richtig in den Grundfesten erschüttert wurde, also wo die Väter auf dem Schlachtfeld bleiben, wo die Mütter zu Hause mit den Kindern sind, völlig überfordert sind, vielleicht noch durch die Besatzer, was weiß ich, Vergewaltigung erleben. Also wirklich die schlimmsten Sachen, die man sich gar nicht vorstellen möchte. Und in diesem Umfeld wachsen Kinder auf, die werden irgendwie überleben, ja, aber die haben psychisch natürlich einen weg, ganz klar, weil die kranken Verhältnisse, in denen sie groß werden, natürlich sie zwingen, sich entsprechend zu verbiegen und anzupassen. Sowohl eben innerlich, also mit ihrer Psyche, als natürlich auch körperlich. Und das geben sie natürlich dann, wenn sie selber später Kinder haben, entsprechend weiter. Ja? Und wir haben Genau. jetzt die Situation, wir sind jetzt ungefähr so vielleicht vier Generationen nach dem Zweiten Weltkrieg, dass wir im Grunde immer noch die Auswirkungen dieses Krieges haben, obwohl ich sage mal, die physischen Schäden bereits alle repariert sind, weitestgehend. Aber diese psychischen Geschichten, die über diese Generationen weitergegeben wurden, die wirken immer noch nach. Genau, weil die Kinder halt eben die Erwachsenen sozusagen als Vorbild nehmen. Ja, also so ein krasses Beispiel. Im Zweiten Weltkrieg ist der Mann einer Familie gefallen. Ja, also die Frau ist traumatisiert, hat aber auch die Verhaltensweise gelernt, ich kann mich auf niemanden verlassen, weil der Mann ist ihr gefallen. Diese Verhaltensweise integriert sie in ihr Leben, gibt sie dem Kind weiter. Das Kind lernt, man kann Männern nicht vertrauen. Daraus dann kommt die 68er-Bewegung, der Feminismus entsteht aus diesen Glaubenssätzen heraus. Man kann Männern nicht vertrauen, wir müssen unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Und das wird dann wiederum weitergegeben. Ja, also diese ganzen Trends heutzutage, wie auch LGBTQ, ne, also diese ganzen Bewegungen resultieren letzten Endes immer noch aus Kriegstraumata. Ne? Also das ist, was vielen gar nicht bewusst sind. Ne? Also die denken, oh, die Jugend von heute und so weiter. Die Jugend ist eigentlich nicht schuld. Ja, oder um Die jetzt. haben sich nur angepasst an diese Oh. Krankenverhältnisse. Aber das hast du super gut erklärt. Genau darum geht es. Ja? Und wir müssen aufhören, das Problem bei den Kindern zu suchen, ja, und mit dem Finger auf die Kinder zu zeigen und sagen, das Verhalten, was das Kind jetzt zeigt, ist schlecht und das wollen wir nicht und das passt nicht in die Norm und so weiter. Nein, wenn wir so weitermachen, immer nur auf das Kind uns den Fokus richten und wir müssen am Kind doktern, irgendwelche Pillen dem Kind verschreiben oder eine Psychotherapie das Kind schicken, dann haben wir es nicht begriffen. Dann haben wir es nicht begriffen. Die Hauptverantwortung für die Kinder haben die Eltern. Und die Schule ist, sage ich mal, nur, sag ich mal, der hat den sekundären Erziehungsauftrag. Der primäre Erziehungsauftrag ist bei den Eltern. Und wenn die Eltern versagen, jetzt sage ich mal ganz bewusst so, egal aus welchen Gründen, dann kann die Schule das gar nicht ausgleichen. Ja, die kriegen dann nur ein unreifes Kind, was verhaltensauffällig sein wird, sich nicht gut in die Gruppe integrieren kann und Schwierigkeiten beim Lernen haben wird und den Unterricht stören wird oder gar sprengen wird. Das ist dann das Problem. Ja, natürlich gibt es dann auch noch so einen Einfluss wie die Medien, bestimmte Serien, ne, und so Richtig. weiter. Aber die haben ja auch nur so einen starken Einfluss auf die Kinder, die halt eben diese enge Bindung zu den Eltern nicht haben. Ja, also mit denen man sozusagen nicht mehr reflektieren kann. Ja, was hast du da heute gesehen? Fandest du das gut, was du da gesehen hast? Ne? Also Kinder, die keine Bindung mehr zu den Eltern haben, sind ja auch nicht mehr empfänglich für Weisheit der Eltern irgendwie, Richtig, ja, oder sehr für gut, ja. Ratschläge der Eltern. Sie suchen dann halt eher die Ratschläge bei Gleichaltrigen oder bei Dr. Sommer aus der Bravo, war es jetzt noch so zu meiner Zeit vielleicht. Heutzutage, was weiß ich, was es da für Medien gibt, was es da für Vorbilder gibt. Na, Social Influencer, ne? Muss man vielleicht so Ja. sagen, ganzen Social Influencer auf den entsprechenden Medienplattformen. Und im Kindergarten, man merkt schon bei den kleinen Kindern im Prinzip,
wenn man da ein bisschen feinfühlig ist, was da im Prinzip im Elternhaus vor sich geht. Die Kinder, die rennen und machen dabei so Geräusche wie Piu. Und da weiß man sofort, der guckt Cartoons zu Hause. Ne? Wenn da Bugs Bunny rennt, dann geht es da auch so Piu. Und das reflektieren die Kinder halt. Man sieht am Verhalten der Kinder, am Spielverhalten ganz genau, durch welche Geister wird das Kind sozusagen geprägt, gesteuert und so weiter. Ja, ganz genau. Du siehst ganz genau, welches Kind überwiegend bei den Großeltern aufwächst. Das merkt man an der Sprache, am Verhalten, am Umgangston. Überhaupt, ob es mit Erwachsenen viel Kontakt hat oder ob es nur mit Gleichaltrigen unterwegs ist. Ja, die Fäkalsprache unter Gleichaltrigen. Es sei denn, die Eltern sind natürlich auch so drauf, klar, dann übernehmen sie es. Aber wenn die Eltern, sage ich mal, ein bisschen gebildet sind und auf das Sprachniveau achten, dann übernehmen die Kinder das. Und dann merkst du sofort ein Kind, was dann nur, ich sag mal, vulgär spricht und rumschreit und andere ärgert und schlägt und was weiß ich nicht alles. Dann merkst du die Unreife des Kindes und du kannst schon, ohne das Kind weiter zu kennen, kannst du vermuten, da fehlt ein Vater meistens oder der ist nicht wirklich anwesend. Der kann vielleicht noch da sein, aber der ist nicht wirklich präsent für das Kind oder kümmert sich um das Kind. Was du auch vorhin beschrieben hast, durch den Krieg sind ja viele Väter auf dem Schlachtfeld geblieben und das sind eine ganze Generation oder mehrere sind ohne Vater aufgewachsen. Also diesen untervatert, den fehlt sozusagen auch diese Orientierung durch den Vater, dieses männliche Prinzip fehlt vielen. Nicht nur den Jungs, auch den Mädchen. Ja, was du sagtest, ne? Dann die Mädchen verinnerlichen dann durch die Mutter den Glaubenssatz, ja, Männern kann man nicht vertrauen. Und sie sind auch gar nicht, also sie wollen sich, ich habe das schon von vielen Freunden tatsächlich gehört, also dass es viele Frauen gibt, die ab einem bestimmten Punkt in der Beziehung, wenn die Beziehung, also wenn sie eine Liebespartnerschaft eingehen, schon wieder Schluss machen, aus Angst heraus verletzt zu werden. Bevor die Beziehung überhaupt richtig eine richtige Tiefe gewinnt, wird sie schon wieder abgebrochen, weil das halt eben so tief sitzt. Männern, also auf Männer kann man, ne, kann man sich nicht verlassen, weil sie sind ja dann im Zweifel weg gewesen in vergangenen Generationen. Deswegen versucht man es lieber gleich alleine oder öffnet sich überhaupt gar nicht erst so in diesem Maße. Ne? Ja, im Prinzip ist das ja auch, ich sag mal, die Art, wie wir Bindungen eingehen als Kinder. Es gibt ja verschiedene Bindungsstufen, die bestimmt später auch unsere Beziehungsfähigkeit. Und wenn wir, ich sag mal, nur eine sehr oberflächliche Bindung kennen, dann können wir auch später keine wirklich tiefen Beziehungen eingehen oder diese Beziehungen sind dann nicht wirklich stressresistent. Das heißt, bei der nächsten ersten Gelegenheit, wo man sich dann streitet oder Konflikt hat, geht man schnell wieder auseinander. Dafür gibt es ja dann die ganzen Dating-Plattformen, da kann man sich also schnell wieder Abhilfe verschaffen. Aber diese wirkliche Tiefe, die man ja eigentlich vielleicht auch insgeheim anstrebt, die kann man dort nicht bekommen, ja, weil einfach die Bindungsfähigkeit oder die Bindungssättigung nicht stattgefunden hat. Also da sieht man erstmal wieder, wie die frühkindliche Bindungserfahrungen unsere spätere Beziehungsfähigkeit bestimmen. Und wenn wir eine gespaltene und zerrüttete Gesellschaft haben wollen, müssen wir nur dafür sorgen, dass Kinder frühkindlich schwerst traumatisiert werden. Dann sind sie nicht beziehungsfähig. Und selbst wenn sie dann noch Kinder bekommen, dann werden sie diesen Kindern auch nicht unbedingt alles geben können. Manche, wenn sie reflektiert genug sind, können das noch, aber viele können es nicht. Ja. Das heißt, die merken, dass sie selber in diesen Dingern stecken. Das merken die gar nicht und geben es dann so an die Kinder weiter. Leider. So, und da haben wir schon wieder die nächste Generation, die wieder entsprechende traumatische Erfahrungen macht. Und so wird das leider weitergetragen. Und das ist ein Riesendilemma. Und das ist aus meiner Sicht wirklich eine Pandemie, weil das ist ein Massenphänomen. Das ganze Thema der Kriegstraumatisierungen wurde nie wirklich groß zum Thema gemacht. Ich habe ja mit der Kriegsgeneration sehr viel zu tun gehabt. Ich habe ja ganz viel mit denen auch gesprochen. Und die waren mir so dankbar, weil ich habe mir das gerne angehört, was sie zu sagen hatten, auch über diese Zeit, weil mich das auch geschichtlich interessiert hat. Und die haben mir aber auch eben die schlimmen Sachen erzählt. Die waren froh, dass sie überhaupt sich mal mitteilen konnten, obwohl das dann schon 60, 70 Jahre zurücklag. Und da merkst du erstmal, die sind im Prinzip immer noch innerlich in diesem Zustand. Die können dir das so erzählen, als ob erst gestern passiert ist. Mhm. Das heißt, die haben nach dem Krieg funktioniert. Irgendwie haben auch Kinder gekriegt, Familie großgezogen und jetzt, wo sie dann, sag ich mal, selber Rentner sind und vielleicht gebrechlich sind und nicht mehr jetzt in dieser Leistungsgesellschaft mitwirken können, da kommen sie quasi zur Ruhe und dann kommen diese Themen, buff, sind alle wieder da. Die sind nie weg gewesen. Ja? Die waren nur weggekaschiert, weggedrückt, aber die kommen jetzt alle wieder ins Bewusstsein. Und dann ist der Bedarf da, darüber zu sprechen, den eigenen Kummer, den man da erlebt hat, die Trauer, die Wut, was sich da alles aufgestaut hat. Ja? Und wir sind eine Gesellschaft und daran sehen wir das auch, wie unreif wir sind, dass wir das alles, die Alten werden weggesperrt, kommen in die Pflegeheime. Ja. Ja. Und die Kinder werden in die Tagesrichtungen eingesperrt, sag ich mal so. Und damit die Eltern getrennt von ihren Eltern, also sprich den Großeltern
und von ihren eigenen Kindern denn schön im Hamsterrad des Systems arbeiten können. Warum ist das so? Ja, weil wir ein bestimmtes Art von Geld- und Wirtschaftssystem haben, was genau die Menschen dazu zwingt. Denn über dieses Wirtschafts- und Geldsystem wird das Verhalten der Menschen gesteuert. Das können wir sehen. So, und wenn wir uns natürlich fragen, okay, was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen natürlich die Ist-Analyse erstmal betrieben haben. Also, dass wir verstehen, wo die Problemfelder liegen. Und dass einer der wichtigen Schlüssel das Bindungsthema ist. Man muss es verstehen, warum ein Mensch sich so oder so verhält. Das kannst du aus der Sicht der Bindung verstehen. Dann guckst du quasi in diese Blackbox rein und verstehst den Menschen aus seinen inneren Motiven heraus, warum er sich so oder so verhält. Ich will mal sagen, das Wissen ist alles da. Wir müssen im Grunde nicht viel mehr rumforschen, was immer so gesagt wird, als ob wir noch nicht genug wissen würden. Wir müssen jetzt mal anfangen, dieses Wissen zu nutzen, wirklich mal in die Praxis überzuführen. Und zwar wirklich ein Wissen, was empirisch gewonnen ist und nicht an irgendwelchen Mausexperimenten oder irgendwelchen Zellkulturen, sage ich mal, sondern wirklich aus der Beobachtung, wo wir sehen, okay, unter kranken Verhältnissen wachsen Kinder auch auf, aber sie passen sich so oder so an. Unter, mal in Anführungszeichen, gesunden Verhältnissen passen sich die Kinder auch an. Und das ist ja eigentlich das Geniale, wie anpassungsfähig wir Menschen doch sind. Ja, und jetzt hat sich das sozusagen, ich sag mal, soweit herauskristallisiert. Wir haben jetzt mehr oder weniger eine Phase gehabt, eine relativ lange Phase der Ruhe in der Gesellschaft. Wir hatten jetzt keine großen Kriege, wo jetzt also im Außen alles zerstört wurde. Und diese Ruhe und dieser Wohlstand, der gibt uns eigentlich die Möglichkeit, weil wir im Außen quasi gesichert sind, mal nach innen zu schauen. Nur da tun sich die Abgründe auf. Das ist das Problem. Und trotzdem müssen wir da hinschauen und diese Dinge wieder integrieren lernen, weil nur dann kommen wir wirklich weiter in der Entwicklung. Ja. Das ist sozusagen jetzt die Aufgabe, das ist, sag ich mal, die Pflicht von uns allen, diese Art von Heilung, von Integration der abgespaltenen Anteile bei jedem zu vollziehen. Also jeder bei sich natürlich. Und das ist auch die Verantwortung, die wir alle vor uns selber auch haben. Ja, und wenn wir immer nur rumjammern und rummeckern oder immer nur in dieser erlernten Hilflosigkeit drinstecken, dann sind wir immer noch tief in diesen Überlebensmustern der Traumatisierung drin. Ja, und wir müssen aber erstmal verstehen, wie diese ganzen Zusammenhänge sind, damit wir auch wissen, wo wir ansetzen können. Und bevor ich, sag mal, Menschen vorhaben, wieder eine Familie zu gründen und damit letztendlich diesen Kreislauf eventuell wieder weiter fortzusetzen, sollten sie sich erstmal schlau machen, wie es in ihrer eigenen Biografie aussieht. Ja, ob sie selber vielleicht auch die genügend Reife mitbringen, um überhaupt für ein Kind zu sorgen, weil das ist wirklich die, ich sag mal, der härteste Job auf diesem Planeten ist Elternschaft. 24/7 und das über Jahre. Das wird so unterschätzt und wir werden so schlecht oder gar nicht darauf vorbereitet. Ja, wir lernen jeden Scheiß auf Deutsch in der Schule, der unwichtig ist. Aber das, was wirklich wichtig ist, und es gibt auch grob gesagt nur drei Bereiche, die wichtig sind. Das ist einmal Gesundheit, Beziehungen, und wie du quasi in der Gesellschaft zurechtkommst, also sprich Geld verdienen, Statusaufbau, wie du dir sozusagen auch was aufbauen kannst. Das sind die Dinge, die eigentlich wichtig sind und das wird nicht in der Schule gelernt. Ja. Da sehen wir schon, wo ein riesen, sag mal, Reformbedarf auch besteht. Wir brauchen nicht wieder neue abstrakte Theorien und Konzepte, das brauchen wir alles nicht. Wir müssen eigentlich nur das aus der Praxis gewonnene, empirisch gewonnene Wissen, was schon da ist, einfach mal nutzen. Das ist auch das, wofür ich immer so, sag ich mal, unterwegs bin. Wir brauchen auch völlig andere Bildungsinhalte. Nicht nur die Art, wie Bildung gemacht wird, sondern auch welche Art von Bildungsinhalte vermittelt werden. Und das sollte schon sehr früh im Verständnis der Kinderentwicklung passieren. Also man muss wirklich erstmal, man kann ja Leute aufklären in der Pubertät über was heute gemacht wird, über diese ganzen Abartigkeiten neben der Zweigeschlechtlichkeit. Oder man klärt mal auf, wie natürliche Kinderentwicklung abläuft, wäre ein Beispiel. Könnte man ja schon bei 16-, 17-Jährigen vielleicht mal schon so machen, neben der Aufklärung, in Anführungszeichen. Dass man auch mal sowas mit berücksichtigt, was ein Mensch braucht, um wirklich sein Genie zu entfalten. Solche Dinge. Also ich will mal so sagen, es scheitert nicht am Wissen. Es scheitert nur daran, dass das Wissen zwar da ist, aber viele Menschen noch in ihren Traumamustern drinstecken, in ihrer erlernten Hilflosigkeit, in ihrer Unterwerfung, in ihrer Erstarrung und dadurch nicht glauben können, dass sie etwas verändern können. Ja. Ja, und das ist halt eben das Thema, ne? Also der Wohlstand, den wir aktuell vielleicht noch haben, also der hat natürlich große Vorteile, dass wir das auch anschauen können.
Er hat aber auch dazu geführt, dass die Menschen halt auch jetzt über die letzten Jahrzehnte so ein bisschen in ihrer Komfortzone verharren konnten und sich halt diese Sachen bis jetzt nicht angeschaut haben, weil es hat ja jetzt immer funktioniert. Jetzt kommen wir aber in Zeiten, die ja offensichtlich so ein bisschen turbulenter werden, ob das jetzt finanziell ist, möglicherweise. Ja, gibt es da größere gesellschaftliche Konflikte und so weiter und so fort, wo diese inneren Konflikte sozusagen halt nach außen getragen werden, ja, wo die jetzt ans Licht kommen. Und da ja, kann ich eigentlich auch nur jeden zu ermutigen, dabei sich selber auch mal hinzuschauen, vielleicht, wenn es da Probleme innerhalb der Beziehung gibt, der Familie, da vielleicht halt auch mal Paartherapie aufzusuchen, Familientherapie. Vielleicht generell mal schauen, wo kann ich vielleicht eigene Stärken noch hervorholen, wenn ich zum Beispiel ja, mich unwohl fühle, vor mehreren Menschen zu sprechen, dass man vielleicht mal Rhetorikkurse besucht, also dass man halt wirklich auch mal die eigene Komfortzone halt verlässt und halt schaut, ne, also was sind denn meine Schattenflecken? Wo habe ich mich vielleicht auch zurückgezogen, in welchen Bereich über die letzten Jahre, so ein bisschen aus Bequemlichkeit und so. Genau, also das sind jetzt so Tipps, die ich jetzt so mitgeben könnte, ne? Also was ich jetzt empfehlen würde. Und vielleicht noch einfach grundsätzlich, wir müssen, wenn wir diesen Teufelskreis durchbrechen wollen, wenn wir erstmal verstehen, wie der Teufelskreis funktioniert, ich denke mal, das ist klar geworden, ne? Also die Station, Geburt, Fremdbetreuung, zu früh auf jeden Fall, dann das Thema Schulzwang. Und das führt letztendlich zu diesen unreifen, zwar in der Masse, unreifen, angepassten, leidenschaftslosen Pflichterfüllern, Konsumenten, Sklaven, Systemlingen. So. Wenn wir das durchbrechen wollen, dann müssen wir wirklich verstehen, was braucht ein Mensch wirklich? Was braucht ein Kind wirklich? Und das primäre Hauptbedürfnis ist die Bindung. Ja, das ist sozusagen die Basis. Es ist nicht kompliziert, das ist ja das Schöne. Die Lösung ist sehr einfach. Nur es wird uns sehr kompliziert gemacht. Es wird uns sehr viel in den Weg gelegt, um diese Zeit zu haben, um dem Kind diese Aufmerksamkeit zu geben. Ja, im Grunde müssen Familien viel stärker unterstützt werden, entlastet werden, auch finanziell natürlich, damit die Eltern auch Zeit haben für ihre Kinder und nicht immer gleichzeitig diesen Spagat machen müssen, irgendwie das Überleben der Familie sichern, finanziell, und dann noch aber auch die Zeit haben, um für die Kinder da zu sein, um einfach nur da zu sein. Ja? Genau. Und deswegen dieses Thema Bindung muss erstmal wieder, ich sag mal, salonfähig werden. Wir sind ja, wie gesagt, in dieser verhaltenssteuernden Sichtweise seit über 100 Jahren. Und die haben uns vielleicht hier und da auch tolle Erkenntnisse gebracht, aber wirklich den Durchbruch hat uns das nicht gebracht. Es hat nur dazu geführt, dass wir Menschen steuern können. Dass wir Menschen aufgrund von traumatischen Einwirkungen steuern können. Man spricht ja auch von einem traumabasierten Mind Control. Das ist das, was wir hier immer sehen, auch in der seichten Form. Und es wird langsam Zeit, dass wir das erkennen und aufhören damit. Und stattdessen eher gucken, welche wirklichen Bedürfnisse hat ein Mensch. Und uns darum bemühen. Weil sonst wird es nicht besser. Da können wir lange auf irgendjemanden warten, der kommt und uns rettet. Das ist nicht so. Der Retter sitzt in uns drinnen, aber den hat man eingeredet, er kann nichts. Das ist dieses erlernte Hilflosigkeitsmuster. Kann man wieder verlernen. Müssen wir verlernen. Jeder bei sich. Ja. Und jeder hat natürlich, sage ich mal, seinen Lebensplan mitgebracht. Und das ist auch wieder die nächste Frage. Wie kriege ich wieder Zugang dazu? Ja, ich kann dir nicht sagen, was deine Aufgabe ist. Ja. Aber wenn du für dich herausfindest, was deine Aufgabe ist und du das erfüllst und lebst, du wirst dich besser fühlen, du wirst gesundheitlich besser dastehen, du wirst dich glücklicher fühlen, du wirst auch auf andere Menschen anders wirken können. Ja, das sind sozusagen die Leuchttürme, die wir jetzt auch immer mehr brauchen in dieser heutigen Zeit. Dass Menschen einfach ihren Platz einnehmen, der ihnen zusteht, den sie sich sozusagen auch als Plan vielleicht hier zurechtgelegt haben. Und dann auch als Vorbilder. Wir brauchen viel mehr gute Vorbilder. Selbst wenn man keine eigenen Kinder hat, ist man immer ein Vorbild. Weil Kinder sehen dich ja, wenn du da irgendwo draußen rumrennst, wie du dich verhältst. Die beobachten das. Ja. Ja, das muss uns bewusst sein. Kindererziehung ist Selbsterziehung. Das ist, sagt sich so leicht, ist aber sehr schwer. Dafür musst du dich erstmal selber reflektieren. Du musst deine eigenen, sagen wir mal, schwarzen oder dunklen Flecken erkennen können oder blinden Flecken, die du ja meistens nicht siehst. Aber können dir die Kinder und auch andere natürlich helfen. Ja, also deswegen ganz klarer Appell, es geht um das Thema Bindung, sich überhaupt mal mit diesem Thema näher vertraut zu machen, halte ich für fundamental, für ganz, 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 ganz entscheidend, weil wir sind im Zeitalter der Spaltung und alles, was Spaltung überwindet, also sprich verbindet, ist das, was uns jetzt hilft. Was uns trennt, das haben wir, glaube ich, jetzt sehr gut erfahren dürfen, die letzten Jahrzehnte oder vielleicht auch Jahrhunderte. Jetzt geht es mal darum, auf eine neue Stufe zu kommen. Ich nenne es das neue Wir, wo wir lernen müssen, ein gutes Gleichgewicht zu finden zwischen
sozialverträglichen Verhalten, aber auch der Entwicklung der eigenen Individualität, dass man also nicht jetzt sich zugunsten der Masse einfach aufgibt, sich dieser Norm anpasst, sprich normopathisch wird, sondern dass man natürlich die Gelegenheit hat, seine eigene Individualität zu entwickeln. Dafür brauchen wir einen geschützten Rahmen in Form der Bindung. Und wenn wir uns dann als Individualität erfahren haben und auch zu einer Persönlichkeit gereift sind, dann können wir auch natürlich ganz anders auch Menschen im sozialen Kontext begegnen, ohne dabei uns selbst zu verlieren. Und jeder kann seine Stärken einbringen. Ja? Das heißt, wir müssen aufhören, zu so einer Massengesellschaft zu werden, sondern wir müssen lernen, zu Individuen zu werden, die sich dann auf einer neuen Ebene neu begegnen. Und das ist das neue Wir, auf das es jetzt ankommt. Und das ist diese innere Arbeit. Da kann uns keine Technologie helfen. Die Probleme, die wir heute haben, die größten Problemfelder sind menschlich gemacht. Die können wir nicht technologisch lösen. Das andere sind alles Scheinlösungen, beziehungsweise es sind keine wirklichen Probleme. Die größten Probleme haben wir im innerpsychischen Bereich. Also können wir sie auch nur durch menschliche Lösungen wieder lösen. Und die Lösungen liegen eigentlich darin, dass wir lernen, mit Kindern anders umzugehen. Zumindest aus meinem Verständnis, weil es wird sich herauswachsen. Genauso wie wir in diese Situation hineingeraten sind über mehrere Generationen, müssen wir irgendwann mal sagen, cut. Und mit jeder neuen Generation, die kommt, besteht ja auch die Chance, es anders zu machen. Setzt voraus, dass wir bei uns selbst arbeiten, um unsere Themen, die wir noch nicht aufgearbeitet haben, nicht unbewusst an die nächste Generation weiterzugeben. Ja. Das heißt, wir müssen auch natürlich uns selber reflektieren. Kinder können uns auch dabei helfen, keine Frage. Ja? Aber die kommen in gewisser Weise schon wie unbeschriebene Blätter hin. Natürlich nicht ganz, die bringen ja auch ihren Plan mit. Aber sie sind in gewisser Weise schon unbeschrieben, weil wir durch unser Feld, was wir kreieren, indem sie groß werden, natürlich massiv Einfluss nehmen auf ihre Weltwahrnehmung, auf ihr Weltbild. Und da haben wir eine Macht, die ist uns gar nicht bewusst, beziehungsweise eine Ohnmacht, die wir da sozusagen jeden Tag auch zum Ausdruck bringen, wenn wir uns dieser Dinge nicht bewusst sind. Genau, also eine unbewusste Macht, ja, die oftmals sehr, sehr gefährlich ist. Also es gibt da einen geistigen chinesischen Meister, der heißt oder hieß Meister Du. Und der hat was sehr Interessantes gesagt, also was das Spielverhalten von Kindern angeht. Ja? Also er hat gesagt, wenn du die Zukunft wissen möchtest, dann beobachte das Spielverhalten der Kinder. Dann beobachte, was die Kinder spielen. Ja? Weil die Kinder spiegeln sozusagen die Informationsfelder, die sie umgeben, wieder. Und dieser Meister Du, der hat damals die chinesische Revolution vorausgesehen, indem er gesehen hat, wie Kinder mit einer Peitsche einen Kreisel antreiben. Ja, also ein System wurde durch eine Peitsche am Laufen gehalten. Ja, und das ist total krass. Erst neulich hat mir jemand mir Nahestehendes gesagt, er hat neulich an einem Kinderspielplatz beobachtet, wie ganz viele Jungs sich aus Stöcken sozusagen Gewehre, also haben sie gespielt, dass Stöcke Gewehre, Stöcke Gewehre darstellen, haben dann die Mädchen auf dem Spielplatz in die Ecke getrieben und haben dann so sie standrechtlich erschossen. Das haben so Grundschulkinder gespielt oder in der Altersspanne muss das so gewesen sein. Ich selber habe im Waldkindergarten beobachtet, wir sind gerade aus dem Wald zurückgekommen und da gab es dann so beim Waldkindergarten so ein Eingangstor und ein Kind ist so ein bisschen vorgelaufen, als wir zurückgekommen sind, hat sich an das Tor gestellt und bei jedem, der vorbeigekommen ist, hat er gemacht, piep, du darfst rein, piep, du darfst rein, piep, du darfst nicht rein. Ja? Und an diesem Verhalten sieht man schon, was eine Gesellschaft in ihren morphischen Feldern, in ihren Informationsfeldern aufbaut. Ja, das spiegeln die Kinder erstmal unreflektiert. Die Kinder können nichts dafür. Sie haben das irgendwo unterbewusst aufgeschnappt, was sie da umsetzen spielerisch, ohne das zu reflektieren. Also du kannst die Zukunft tatsächlich sehen, wenn du Kinder beim Spielen beobachtest. Also das ist zum Teil gruselig, zum Teil auch schön, aber da sollte man mal so ein Gespür für entwickeln und da vielleicht mal genauer hinschauen. Früher war das ganz gang und gäbe, ganz normal. Wenn da in einem Dorf die Kinder seltsame Sachen gespielt haben, dann hat man sofort sich zusammengesetzt, wo kommt das her? Was setzen die da um? Aber in unserer anonymen Massengesellschaft, da wird da nicht weiter drüber nachgedacht, da wird da vielleicht sanktioniert, nee, spielt doch nicht so was Böses. Ja, aber es wird sich nicht gefragt, was ist die Ursache dafür? Ne? Ja, sehr, sehr schönes Beispiel. Also ja, kann ich nur bestätigen. Also das ist auch wieder dieses Thema der Achtsamkeit.
der Wahrnehmung. Wir müssen auch unsere Wahrnehmung schulen. Ne? Nicht nur im Kontext, wie vielleicht bei uns im Körper Symptome entstehen. Also wenn man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwas Schlimmes, Traumatisches erlebt und infolgedessen entwickle ich plötzlich eine Symptomatik. Das ist auch eine Art von Selbstwahrnehmung. Aber ganz genau auch im Kontext, welchen Einflüssen sind die Kinder ausgesetzt und wie wirkt sich das auf deren Verhalten entsprechend aus? Ja, das ist sozusagen auch. Und das ist einfach Wahrnehmung. Man muss einfach nur richtig hinschauen und sich dann natürlich dann auch die richtigen Fragen stellen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das ist ja das Entscheidende. Ja, sehr schön. Also jetzt gerade in der letzten Passage, da hattest du sehr, sehr viele wichtige Sachen drin. Also zum einen, ich will es nochmal so ein bisschen zusammenfassen, also Zeit mit den Kindern verbringen. Und also das ist natürlich so leicht gesagt, ne? Aber das ist ein unheimlich wichtiger Punkt. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht viel Zeit zur Verfügung hat aktuell, dann ist es wichtig, dass die Zeit, die man mit den Kindern verbringt, dass man die auch ganz intensiv verbringt und dass man versucht, wirklich im Moment zu sein mit den Kindern. Ja, weil wie oft sehe ich das, dass irgendwelche Eltern am Spielplatz sind mit dem Handy in der Hand oder man ist mit den Gedanken eigentlich schon wieder woanders beim nächsten Schritt. Also es ist sehr wichtig, dass man wirklich, wirklich bei dem Kind ist. Nicht nur physisch bei dem Kind, sondern auch wirklich schauen, was macht es so, mit was beschäftigt es sich gerade, dass man es dann auch wirklich mit dem Kind gemeinsam reflektiert, was es denn da gerade tut. Ne? Und ja, findest du das gut, dass man vielleicht auch Sachen bespricht, die das Kind gerade so wahrnimmt, was das Kind so aufnimmt und so weiter. Dann, was du gesagt hast, also hatten wir ja auch vorher schon gesagt, dass man ein Vorbild ist. Ja, nicht nur bei den eigenen Kindern, sondern auch wenn man im Supermarkt vielleicht Kindern begegnet, dass man schaut, wie verhält man sich, wie verhält man sich mitmenschlich miteinander. Also ich sehe das ganz oft auch so oder viele Menschen scheuen sich geradezu davor, Blickkontakt zu haben mit Kindern. Ja, da gibt es sogar bei YouTube irgendwelche Sketche, die sich drüber lustig machen, wenn Kinder einen anschauen und dass das dann unangenehm ist für die Leute. Also viele können den Blick eines Kindes nicht so standhalten. Aber das ist auch ganz wichtig, dass man das Kind auch vielleicht anlächelt, dass man ihm auch signalisiert, es ist wichtig, es ist gewollt. Und das ist unglaublich, was für einen starken Einfluss das halt auch hat, wie man fremden Kindern gegenüber reagiert. Ob man jetzt einfach nur dran vorbeischaut, wie man das so gewohnt ist, insbesondere in der Stadt, ja, dass man an den Menschen vorbeischaut, dass man sie nicht grüßt, dass man ihnen nicht in die Augen schaut, weil auch das ist Erziehung für das Kind. Ja, also auch wenn es nicht die eigenen Kinder sind. Also das ist unglaublich wichtig. Und das waren jetzt so die wesentlichen Punkte, die ich nochmal hervorheben wollte. Ich denke, es reicht auch, weil einfach nur mal darauf konzentrieren, nicht jetzt wieder 1000 Konzepte herauskramen, sondern sich mal auf diese wesentlichen Sachen konzentrieren und wirklich mit Hingabe und mit Fokus nur auf diese wesentlichen Punkte sich einlassen. Das wird schon einen Unterschied ausmachen, auf jeden Fall. Genau. Und es dient nicht nur den Kindern später, sondern auch einem selber, ja, das eigene Verhalten zu reflektieren. Ja, weil gerade hier auch so im spirituellen Bereich, alle reden immer so von der neuen Zeit, vom goldenen Zeitalter, von der neuen Erde und glauben, das wird durch irgendwelche Retter uns vor die Füße gelegt. Aber wenn sich die gesellschaftlichen Strukturen nicht ändern, dann kommt diese neue Zeit auch nicht. Ja, also die neue Zeit kommt nicht durch die Freigabe von irgendwelchen Technologien oder dass irgendwelche Aliens uns da retten oder wie auch immer. Sowas kann vielleicht möglicherweise einen kleinen Beitrag leisten, aber die eigentliche neue Erde, die eigentliche neue Zeit kann natürlich nur kommen, wenn wir uns selber reflektieren, wenn wir selber dieses neue Miteinander leben und auch vorleben. Weil wo soll es denn sonst herkommen? Das ist eben der große, wesentliche Punkt in meinen Augen. Sehe ich genauso, ja. Und das ist eben auch nochmal der Appell an uns alle, bei sich bleiben und da anfangen. Wir haben genug zu tun. Jeder hat seine Baustelle, jeder hat sein Säckelchen sozusagen, was er mitschleppt. Und ist die Frage, ob er das immer noch mitschleppen muss oder ob das einfach nur Altlasten sind, die er vielleicht von den Eltern und Großeltern aufgenommen hat und die jetzt vielleicht gar nicht mehr in den Zeitrahmen passen und vielleicht sogar eher behindern. Ja, ja, ganz genau. Ja, vielen lieben Dank, Raik. Ist das Gespräch für dich jetzt rund gelaufen oder hast du zum Ende noch irgendwas, wo du das Gefühl hast, das haben wir noch nicht genug behandelt? Ich denke, wir haben alle wesentlichen Punkte gesagt und ich glaube, es geht auch nicht darum, noch mehr Informationen in Menschen reinzustopfen, sondern eher nur die wesentlichen Dinge nochmal klar rauszuarbeiten. Also für mich steht ganz oben die Bindung, das Bindungsbedürfnis, was eben heute leider
bei vielen nicht gestillt wurde und infolgedessen eben sich dann diese Gesellschaft so entwickelt hat, wie sie halt ist. Ja, also man kann aus diesem Mangel der Bindungssättigung kann man im Grunde das gesamte Verhalten, was Menschen an den Tag legen, auch ableiten. Deswegen klarer Fokus für junge Eltern oder für die, die es werden wollen, Fokus auf Bindung. Beschäftigt euch damit. Ja, es gibt da auch entsprechend Literatur zu. Ich habe da auch schon einiges auch zu gemacht, auch verschiedene Videoseminare, wo ich das auch noch mal ein bisschen mehr vertiefe. Es ist wichtig, es ist wirklich wichtig. Also wenn einer fragt, ja, was ist jetzt wichtig, dann sage ich, das ist wichtig, dieses Thema. Ja, das kann ich nur so unterstreichen, auch aus eigener pädagogischer Erfahrung heraus. Ja, dann bedanke ich mich herzlichst bei dir, lieber Raik, und natürlich auch bei den lieben Zuschauern. Wie eingangs erwähnt, findet ihr unter diesem Video noch einige Links, denen es sich auf jeden Fall lohnt zu folgen, wo ihr auch noch weitere Informationen und Angebote vom lieben Raik Gabe findet. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und Gottes Segen. Alles Liebe. Vielen Dank.